Dafür sind sie aber sehr hübsch. Keine Angst. Ja, oh Gott, du Schleimer, ey. Ach, der ist sogar da. Lull. Du alte hässige Fotzenpflaume, Alter, dass du nochmal anrufst. Ja, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ja, wunderschön. Wie geht's dir, Mann? Alles fit bei dir? Ja, sicher. Was macht ihr? Wir sind oben am Schrottplatz gerade und wir sind im Autohandel eingestiegen seit gestern. Oh, aber einiges zu erzählen, Mann. Ja, ich komme auch zu euch. Ja, beeil dich mal. Bist du noch unten in der Stadt? Ja, ich bin gerade am Hotel. Hast du dir eine Kutte schon zugelegt? Ich habe eine normale Weste an, nicht? Fahr am Strand an zu diesem Masken-Typen-Händler da, ja? Ja. Und hol dir ein Mundtuch, ja? Hab ich. Und wenn du ein Mundtuch gekauft hast, dann kannst du da noch die Farbe aussuchen in den Kasten. Und dann hol dir eine mit amerikanischer Fahne. Jawohl, ich bin gleich da. Ja, und dann komm hoch zum Schrottplatz. Jo, bin gleich da. Bis gleich. Bis gleich. Mahlzeit. Einfahrten kennst du auch nicht, oder? Oh, nee. War kürzer. Steht doch. Geht doch auch. Hast du noch kein Bike oder was? Nee, ich hab momentan nur die Karre hier. Ich versuch grad, ich spar grad für ein Bike. Hast du noch ein Tau über? Nee. Kannst mein Bike kaufen? Ja, ich muss ich noch ein bisschen verfahren, aber ja, kaufe ich das. Ich hab momentan. Ich hatte gestern was vor. Oder die Tage was vor, aber es hat ja nicht funktioniert. Was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ein paar. Also, weißt du, so ehrlich arbeiten und so ist ja ein bisschen doof. Ich wollte da was anderes machen, aber. Ich wollte den Donuts vorbeibringen, da waren nicht so viele da und habe gedacht, na gut, dann lasse ich das für heute. Okay. Mann, ey. Ja, ich habe momentan nur die Karre, aber ich spare ganz hart auf dem Bike. Ich habe auch letztens geguckt jetzt hier, war aber leider kein zu verkaufen. Ja, Baidu fährt gerade runter, da muss eine Karre umkaufen. Hm. Der hat leider eine Karre hier von den Jungs hier weggeklaut. Ach du Scheiße. Ja. Ja, und ihr seid im Autohandel eingestiegen. Wie, warum? Wie das? Was habt ihr, wie macht, Bruder, was machen Sie hier? Junge, ich bin rechts von hier, ne? Ja, das ist mir bewusst, aber ich will immer noch wissen, was er hier macht. Wer? Der ist Ex-Polizist. Wer? Gamble? Ja. Du bist ein Bulle? Ich war. Das hast du mir aber nicht erzählt. Du hast doch nie danach gefragt. Ja, Bruder, sowas sollte man sagen, oder? Ich denke, dass die Vergangenheit Vergangenheit bleiben kann, oder? Ja gut, ich habe das wahrscheinlich richtig aufs Maul gehauen den letzten Abend. Ja, genau, da bist du mir hinterhergerannt wie so ein Psycho, Alter. Aber wirklich wie ein Psycho. So, also ihr seid in Autohandel eingestiegen. Minus 20. Ja. So, und wie genau stellt ihr das an? Naja, wir investieren im Moment ziemlich viel Kohle, die wir jetzt in der Schmiede verdient haben. Mhm. In Autos. Unser Autohof ist schon relativ voll. Und wenn die Terminals wieder aufmachen und neue Leute einreisen gehen, hoffen wir, dass wir damit die große Kohle machen. Hä? Weil was minus 20? Die Frage nach Autos natürlich dann richtig groß wird. Denke ich mal auch. Wenn auf einmal 200, 300 neue Leute reinkommen. Na, das ist natürlich krass. Und viele habt ihr jetzt momentan an Karren? Was? Wie viele Karren habt ihr momentan? Jeder, nur mehr als drei Schlüssel kriegst du an deinem Schlüsselring nicht ran. Groß genug, größer ist er nicht. Ah, das ist natürlich kacke. Aber ich hab drei. Björn? Drei. Ach, du auch hier? Ja, hatte ich ja. Klaus? Auch drei. Ach, du auch hier? Ja, sicher. Gamble zwei, ja. Aber was zur Hölle ist hier los? Ja, läuft. Okay. Wer war das jetzt? Keine Ahnung. War das nicht der, uns gestern schon die ganze Zeit verfolgt hat? Mhm. Ist das nicht der Typ, der immer mit Mace rumgehing? Mit dem Schwatten? Ja, ich glaube ja. Muss fucking los. Zum Glück habe ich eine Waffe. Oh, Kurt, ich weiß nicht, ob das so cool ist, ne? Was ist denn eine Waffe? Kurt, wenn du schießt, bitte nicht auf uns, ja? Ja. Hä, wieso das denn? Hast du eine Waffe oder nicht? Natürlich. Ah ja, okay. Und natürlich auch das hier. Ding. Alles klar? Ah, da ist ein Bike. Gute Bike. Da ist ein Bike. Wo ist ein Bike? Ich will ein Bike. Oh, ja, ich will ein Bike kaufen. Ich brauche ein Bike. Kurt, kauf mal. Ich hab euch 2000. Ja, aber ich hab kein Geld. Das kostet 2000 da. Ja, wenn du mir das vorstreckst, gebe ich dir das nächste Woche wieder. Was kostet das Bike? Nein, kauf, das kostet 700 hier. So. 750. Brauche ich immer noch 500. Kann ich mal $500 leihen? Endlich wieder mit einem Moped unterwegs. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal so wieder durch die Gegend fahren.
Au! Ey! Au! Ja! Au! Da war eine Ratte! Ich wollte ausweichen! Kurz, aber bist du irgendwie dumm oder was? Aua! Da war eine Ratte! Ich wollte ausweichen! Au! Ah, ist sie tot? Lebt sie noch? Konnichiwa, danke schön für die schnelle Hilfe. Ja, Konnichi, Konnichi, danke. Aua! Ah! Ah! Nicht dein Ernst! Die ganze Tour war so episch, ja? Und die letzte! 20 Meter! Da war eine Ratte! Ja, okay, du! Ja, du war die Ratte! Es läuft die ganze Zeit wunderbar und dann. Es tut mir leid! Wollte gerade parken, kriegen wir auch nochmal. Ja? Wir müssen doch auf jeden Fall gut dran arbeiten. Oh, scheiße. Bestimmt Helm auf alle hier. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Ja, warte. Auf welchen Seiten bist du unterwegs? Ja? Ja. Bitte, oh, Camillo! Nee, wie heißt das Fuchs-Ding? Wissel. Wissel, Junge. Bist so ein Vollidiot. Oh, mach ein Liebelang. Ja, Twitter ist das europäische Produkt. Oh, oh Gott, Stück weg. So ein Spaß, ruf beide mal an. Los. Okay, warte mal. Ey, die berührt da hinten jemand. Langst, dann schneide ich dir den Finger ab, dann weißt du. Hier, den kennt ihr doch. Kann man da essen gehen? Warte mal, warte. Schon offen? Ich bin ganz aufgeregt. Ja, warum fühlst du mir am Zopf, Alter? Bist du schwul oder was? Ich kurz telefonieren, ja. Und was für Sushi gibt's da? Du hast mir doch eine SMS geschrieben. Ich? Warte, ich lese es dir vor. Deinem kleinen Freund würde ich gerne mal in die Augen starren. Ich stehe an einem großen roten Würfel, habe rote Haare und einen Zopf. Magst vorbeikommen, Herzchen? Wie heißt der Kerl und wie ist die Nummer? Wie bitte? Die steht unter Nice Alte in meinem Handy. Hast du Finder? Thais, was machst du schon wieder? Hallo? Hi! Oh, ich dachte schon. Nee. Wie ist die Nummer von dem? Der Holländer erzählt hier nur gerade was. Der Holländer hat anscheinend gerade ein Date mit Baidur. Ja, erzähl. Hier beim Würfel. Warte kurz. Läuft Baidur? 497711. Oh, ist diese App? 497111? Ne, 497711, glaube ich. Glaubst du? Nee, ich hab das doch. Und der hat dir geschrieben, dass du jetzt hier ein Date hast. 497711. Ja, der hat gesagt, ich hab hier ein Date. Bruder, ich würde sagen, Korb des Todes. Ja, das ist. Und dann komme ich hier, weißt du, ich komme um die Ecke, sehe diesen roten Schopf und ich denke schon so, ach, jetzt geht heute Abend hier aber knicki knacki nah bei Jackie und so. Aber dann war nichts, ne? Ja, auf jeden Fall schön, Sie kennenzulernen. Ich wünschte, ich würde mich ein bisschen besser anhören. Aber naja, Sie sind zumindest die ersten Herrschaften, die ich hier kennenlerne. Dafür sind Sie aber sehr hübsch. Keine Angst. Ach, oh, du Schleimer, ey. Oh, Alter. Ja, weil sie ihre Stimme so schlecht redet. Ich wollte ihr. Ich wollte nur ihr Selbstbewusstsein stärken. Kurt, sag einfach nichts mehr. Mann. Einfach nichts mehr sagen. Also, das ist Kurt. Hallo, ich bin Kurt. Kurt ist ein ganz netter, aber der ist wie so ein Sechsjähriger. Der ist direkt, aber ehrlich. Aber manchmal auch dadurch unhöflich. Der Trottel vom Dienst. Sie sehen ja wirklich, aber sie sehen ja wirklich gut aus. Ich habe ja nicht gelogen. Ja. Danke schön. Bitte. Das sollte wirklich nur eine Information sein. Die sollten auf sie aufpassen, gerade was den Exporteur betrifft und auch den Verkäufer von ihren Fischwaren. Dort ist es vermehrt schon vorgekommen, dass dort Überfälle getätigt worden sind. Okay. Aber wir können sie beschützen. Und Niki war das, ne? Mhm. Komm so, Schweden. Ja. Schweden ist Skandinavien. Schweden ist unser Land. Skandinavien ist unser Land. Wenn du Probleme hast oder Fragen, kannst du dich jederzeit bei sämtlichen Leuten von uns melden. Ja, also ich kann euch schon gerne die Nummer geben. Also ich meine. Oh, okay. Oh. Achso, tust du jetzt die Nummer sagen, Niki, oder was? Kurt, $5, wenn du durchs Feuer läufst. Okay, ich leg drauf. Du kriegst einen Zehner, wenn du durchs Feuer läufst. Ich leg auch noch $5 drauf. Ich auch. Bande. Ah! Heiß! Ah, zweimal! Ha! Ah! Ha, heiß! Ha! Alles gut. Wo ist mein Geld? Ja. Warte, Abstand. So, alle mal wieder anstellen, mal schön Geld übergeben.
Hier bitte. Ach danke, das war's mir wert. So, so kann's immer laufen. Ich hab's zweimal gemacht. Danke. Das sagt er öfter. Ein Moin. Guten Abend. Stören wir? Guten Abend. Nein. Alles gut. Los, okay. Ist hier Party oder so? No, eigentlich nicht. Wir haben uns gerade gefragt, wir kommen gerade von dem Flughafen. Ja. Wo wir unser erstes Auto herbekommen. Ah, hallo! Das ist genau hier richtig. Eieiei. Wir verkaufen Autos. Schönen guten Tag, Ace. Ace Autohandel. Achso, ich dachte, ich habe jetzt was zu befuchten. Nee. Ihr seid bisher auch die nettesten Schwarzen. Wo wir überall herkommen. Wow. Ich nehme es mal als Kompliment an. Ja, das war ein Kompliment. Leute, und wieder das gleiche wie vorhin. Das ist Kurt. Ich sag mal, was denn? Kurt ist unser Problem. Ja. Hallo. Ehrlich, er ist lieb, aber direkt, wie ein Sechsjähriger. Deswegen ist er auch manchmal verletzt. Kennen Sie ja Behindertenquote und so. Kurt, ohne Helm und ohne Gurt. Ja. Einfach Kurt. Einfach Kurt. Durch mich kriegen wir Geld vom Staat. Schön wär's. Ey, bist du nicht der DJ-Typ? Hm? Bist du nicht der DJ-Typ? Ich hab mal Musik gemacht. Vor zwei Tagen. Ja, okay, dann warst du das. Das war ganz cool. Was machst du so für Musik? Naja, die Platten, die ich so finde, die schmeiße ich einfach auf den Teller und fummel da ein bisschen rum. Sag mal, bist du schon bekannt hier in dieser Stadt? Ach, du kannst rumfummeln also. Das kann ich auch. Ja, das war klar. Ich bin Fummler A+. Bist du hier schon ein bisschen bekannt in der Stadt? Wie? Naja, also kennt man dich. Haben dich schon kennengelernt. Ich glaube nicht. Aber durch die Party doch, oder nicht? Ja, die waren doch alle voll drauf. Also oder wenn ich voll drauf bin, dann merke ich mir auch eher wenig. Ja, stimmt schon. Brauchst du ein Auto? Was? Nee, ich hab ein schönes Motorrad. Kannst du auf den mit den Flossen fahren? Natürlich. Echt? Ich hab sogar einen kürzeren Bremsweg. Ich denk nur gerade an so einen, weißt du, so Werbespot-mäßig, weißt du? Das wäre eine verdammt gute Idee, ja. Was für ein Werbespot? Naja, wir verkaufen Autos. Unter Whistle, Hashtag privat Ace. Natürlich. Privat natürlich. Platz 3 in den Trends übrigens. Was? Platz 3 in den Trend? Was für eine Trend? Naja, Whistle. Wer ist was? Wo findet man es denn? Ich habe absolut zugehört. Ja, dieses komische Pfeifengedöns-Dings hier und dann was? Genau, denn unter den Trends. Links siehst du das. Steht Hashtag Ace. Hat er mit mir gesprochen? Ich war gerade komplett abwesend. Ja, ich hab so in die Brille von ihm geguckt und war irgendwie so, weiß ich nicht. Fand mich schon geil. Hat sich selber gesehen. Ja, ich fand mich schon ein bisschen geil. Was hast du gerade gesagt? Nochmal bitte. Was hast du gerade gesagt? Kannst du nochmal wiederholen bitte? Was, wer? Nee, hier, die Dame. Achso. Hi, ich bin Leslie. Ah, hi, ich bin Kurt. Mhm. Was habe ich eben gesagt? Ich habe keine Ahnung. Achso, die beiden. Nee, das war aufs Modeln. Ah, okay. Ja. Ich bitte dich, ich bin höchst professionell, ja? Deswegen okay, ist der Kamerawinkel immer so bei... Okay, ihr wart damit beschäftigt, die Beine zusammen zu kneifen, besser. Also, ihr verkauft also Autos? Ja. Ja, höchst professionell. Unter der Hand? Ja. Ja, mit Gewinnorientierung. Kaufen, nur mal so. Was willst du? Und du stehst Model dafür. Dass ich nicht verkauft bin, ja. Nee, Leslie verkaufen wir nicht. Nee. Das, ja. Kann ich deine Nummer? Und dafür wollen wir nicht fragen, oder nicht? Ich lerne gerne neue Leute kennen. Schon vorgestellt? Ja, ich habe gesagt, hallo, ich bin Kurt. Ja? Ja. Und sonst so, haben wir schon Gespräche geführt? Ja, aber falls wir nochmal einen Werbespot brauchen. Ja, wir haben ja ihre Nummer. Ach, verdammte Scheiße. Ja, aber ich bin ja professioneller. Du bist professioneller. So, aber du erst mal 5 Stunden, oder? Professioneller Profi. Ja. Ich hoffe, ich bin Experte. Ich bin auch Experte. Ich fürchte. Kann übrigens sein, dass heute ein alter Freund von mir kommt oder zumindest morgen oder so. Sag ihm bitte, ich habe ihn gesehen. Kennt man ihn? Er braucht nicht wegrennen. Ken Smith. Okay, es wird bestimmt spaßig. Ich glaub, ja, doch. Ja, kenn ich auch. Okay, Männer, hab viel Spaß. Alles gut? Und wenn ja, du auf Auto nee. Dann, ne? Wie, nee? Das spinnt hier gerade rum bei der Zulassung. Ich muss immer mit den Typen reden. Irgendwas klappt hier nicht.
Ja, wir kommen hin. Wer von den Boys hat noch einen Tornado? Hat einer von euch noch Tornado hier? Ey, der ist nicht fertig. Tornado, nein. Nur oben. Ja, dann hol den mal runter, bitte. Er muss spinnen. Ja, hol mal bitte den 102 Tornado. Welche Farbe hat er? Ja. Welche Farbe hat er? Leslie? Grün. Ja, grün. Grün, gefällt dir grün? Viel Spaß, geht mit mal. Mit und ohne Dach. Ja, bring grün mit. Mit oder ohne Dach? Ohne. Ohne Dach. Ja, hab ich ohne auch. Dach. Gut, okay, wir kommen zum Lizenzamt. Okay, alles klar. Guck's Leslie, gleich. Du kannst bei mir mitfahren, Leslie. Nee, alles gut. Gut, wir sehen uns. Mach mal Geschäfte. Ja, was denn?